In der heutigen Folge sehen wir, welche Vorteile gekaufte Platinen haben und wie man auf Fehlersuche geht. Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge Let's Play Elektronik. Wie ihr wisst, habe ich ja das letzte Mal ziemlich erfolglos probiert, eine Platine zu ätzen. Weil ich euch den Tipp gegeben habe, dass ihr die Platinen besser bestellen sollt, habe ich das auch getan. Nach 2 Wochen kam dann ein Luftpolsterkuvert aus China an. Da drin war so ein kleines Säckchen. Und in dem Säckchen befanden sich in Summe 10 Platinen. Bezahlt habe ich für diese 10 Platinen doch sage und schreibe 15 Euro. Was für Vorteile haben nun solche Platinen gegenüber selber geätzten Platinen? Naja, zum einen, man hat schon mal einen gefrästen Rand. Also die haben den Rand gefräst. Das finde ich ziemlich cool, auch rund. Hätte ich eigentlich nicht gedacht, dass ich runde Platine kriege. Dann hat die Platine einen Lötstopplack drauf, das ist das Grüne, was man da sieht. Der ist dazu da, dass man deutlich besser löten kann, weil wenn man diesen Lötstopplack nicht drauf hat, kann es sein, dass man leichter Kurzschlüsse kriegt. Zudem haben sie einen weißen Bestückdruck auf beiden Seiten hinzugefügt. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich noch irgendwie Logos oder sowas hinzugefügt, damit das Ganze schöner aussieht. Und was noch total cool ist, die Platine ist doppelseitig. Die Leiterplatte ist komplett durchkontaktiert. Das heißt, es sind auch Verbindungen von der Ober- zur Unterseite bereits hergestellt. Was bei selber gemachten Platinen wirklich, wirklich richtig schwer ist. Wir löten die Platine jetzt mal auf. Und dabei zeige ich euch jetzt dann, welche Fehler passieren können, worauf man achten muss, wenn man eine Platine selber entwickelt und wie man diese Fehler dann auch suchen, finden und beseitigen kann. Wie man so etwas nun lötet, könnt ihr in anderen YouTube-Videos von mir sehen. In diesem Fall funktioniert die Platine auf Anhieb. Bevor man Strom auf die Platine gibt, sollte man aber mit einem Multimeter die Anschlüsse prüfen. Dazu wählt man am Multimeter die Einstellung Widerstand bzw. Durchgangsprüfung. Wenn man nun die Messspitzen an die Anschlüsse hält, sollte dort ein unendlich hoher Widerstand bzw. kein Durchgang sein. Sollten 0 Ohm angezeigt werden oder dieses berühmte Geräusch ertönen, weiß man, dass irgendwo in der Versorgungsspannung ein Kurzschluss ist. Wenn man kein Multimeter, sondern nur ein Labornetzteil zur Verfügung hat, empfehle ich, dessen Strombegrenzung zu verwenden. Dazu stellt man zuerst die gewünschte Ausgangsspannung, in diesem Fall 9 Volt, ein. Dann dreht man die Strombegrenzung auf 0 Ampere. Die Ausgangsspannung bricht zusammen. Jetzt schließt man Plus und Minus mit einer Messleitung kurz. Wenn man nun vorsichtig an der Strombegrenzung dreht, kann man den maximalen Ausgangsstrom des Netzteiles einstellen. Für unsere Schaltung wähle ich einen Strom von ca. 20 mA. Nun kann der Kurzschluss entfernt werden. Die Spannung wird wieder angezeigt. Bei dieser Methode wird die Schaltung im Kurzschlussfall nicht sofort zerstört. Man muss sich allerdings davor überlegen, welcher Strom ungefähr fließen wird. Was tun wir nun im Fehlerfall? Zuerst unterziehen wir die Platine einer gründlichen optischen Inspektion. Klassische Fehler sind Kurzschlüsse zwischen Beinchen von Bauteilen. Schwieriger zu finden sind Kurzschlüsse zwischen irgendwelchen Pads und Durchkontaktierungen. Optisch schwer zu erkennen sind auch nicht richtig verlötete Bauteile. Die meisten Fehler kann man mit einem Multimeter ausfindig machen. Mit Hilfe der Durchgangsprüfung kann man testen, ob alle Bauteile richtig verlötet sind und keine Verbindungen bestehen, wo sie nicht sein dürfen. Zudem kann die Durchgangsprüfung verwendet werden, um zu prüfen, ob eine Leuchtdiode richtig eingelötet wurde. Hält man die Messspitzen passend an Anode und Kathode, leuchtet diese. Zu guter Letzt kann man auch sicherheitshalber jedes einzelne Bauteil noch einmal nachlöten. Das waren ein paar klassische Fehler bei der Leiterplattenbestückung. Dazu kommen noch gemeine Fehler wie falsche Bauteile, also prinzipiell schon mal falscher Wert, oder 180 Grad verdrehte Bauteile wie irgendwelche ICs. Falls euch das Video gefallen hat, geht raus und genießt den wunderschönen Herbst. Zum Basteln bleibt im kalten Winter noch genug Zeit.